Hi Leute, hier ist Adel Tawil und ich bin hier bei Backspin TV. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und EMF kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Es ist schön, mit dir einen Termin zu kriegen. Deswegen erstmal vielen Dank dafür. Hallo. Denn natürlich bist du musikalisch einer der erfolgreichsten Künstler deutschsprachig, die wir in den letzten Jahren in diesem Land gehabt haben. Kannst du kurz bestätigen? Ja klar, auf jeden Fall. Punkt, haben wir das schon mal geklärt. Aber das Schöne ist, und das haben wir ja auch in der vergangenen oder aktuellen Backspin-Ausgabe mitbekommen, dass du eine unheimliche Hip-Hop-Vergangenheit auch hast und ganz tief in den Wurzeln bis Anfang die 90er. Deswegen freue ich mich darüber, dass wir uns ein bisschen unterhalten können. Machen es natürlich aber, damit auch alle Offiziellen glücklich und zufrieden sind, dass wir trotzdem als erstes mal über die Musik reden, also über das aktuelle Album. Denn da finde ich besonders interessant, auch das ist schon erwähnt worden, aber dass es ein Solo-Debüt ist nach 20 Jahren Karriere, fühlt sich doch schön an, oder? Absolut, also es war ein langer Weg, definitiv, und mit Höhen und Tiefen, aber irgendwann hat dieses Album angefangen, wirklich zu mir zu sprechen und zu sagen, Adel, du musst jetzt mal anfangen, mich zu bauen und zu machen. Also fang jetzt an. Und dann kam ich auch nicht mehr drum rum. Jetzt war es einfach an der Zeit. Ich habe mich danach gefühlt, es hat sich richtig angefühlt, die Geschichten, die ich bisher erlebt habe, auch immer rauszulassen. Wann geht so ein Prozess los? Also der Prozess war ja die ganze Zeit. Es war immer da, irgendwann mal ein Adel-Album wäre schon irgendwie was, was irgendwann ansteht. Aber es war halt immer, ich war immer unterwegs. Also es war immer gar nicht... immer halt am Machen, am irgendwas erreichen wollen. Als ich bei The Boys war, war es natürlich so, da waren wir halt tierisch erfolgreich und da warst du immer on the road und musstest halt liefern. Dann war danach irgendwie eine Phase, da ging gar nichts mehr. Das war dann auch scheiße, weil du dann irgendwie in einer Situation warst, wo du keine Kohle mehr verdient hast. Ich hatte keine Wohnung, habe im Studio gepennt und dann musst du da auch wieder richtig viel machen, damit du wieder irgendwie auf ein gewisses Level kommst. Und dann kam ich auch wieder tierisch erfolgreich. Also es gab nie den Moment, wo ich mal so in mich gehen konnte und Ruhe hatte und mal so überlegen konnte, ey Alter, was ist eigentlich in den 17 Jahren so passiert? Ja. Dann ist ein Soloalbum der richtige Rahmen dafür. Ist es auch inhaltlich das, was es dann so jetzt darstellen kann? Also auch so ein bisschen so eine Reflexion von dem, was du erlebt hast? Absolut. Viele Leute kamen zu mir und meinten, hey, dein Album muss genau so sein. Oder dein Album muss so sein. Gut gemeinte Ratschläge. Und ich war aber so, dass ich dachte, nee, ey, ich muss das irgendwie anders machen. Dann war ich weg aus Deutschland, habe mir so Gedanken gemacht. Und dann kam eben dieser Moment, wie, das sind schon 17 Jahre? Ich habe 96 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Das kann es nicht sein. Was ist eigentlich da alles passiert? Und das habe ich dann in dem Lied Lieder zusammengefasst und eigentlich im Album die Geschichten einzeln bearbeitet. Also die Phasen, wo es nicht gut ging und die Phasen, wo ich zufrieden und entspannt war. Und Dinge, die ich halt unbedingt auch machen wollte. Wenn du gerade das Video oder das Lied Lieder und damit auch das Video ansprichst, da geht natürlich das Herz auf. Also muss ich ehrlich sagen, nicht nur als Hip-Hop-Künstler, sondern wenn man dann so ein bisschen... gesetzteren Alters ist, wie ich auch, und dann die ganzen Cover sieht und dann so ein bisschen sich da durchguckt und dann so, ah, da kommt die Inspiration her, oh, das hat er auch gehört und so. Yeah. Und dann taucht auf einmal ein Advanced Chemistry Cover auf, da sind wir wieder beim Hip-Hop. Ich meine, welche Verbindung hast du, fangen wir da an, ich habe 100 Fragen im Prinzip dazu, fangen wir da, warum Advanced Chemistry? Die haben meine, erstens war es ein Paukenschlag im Hip-Hop, im deutschen Hip-Hop. Die erste wirklich krasse Nummer irgendwie, die ich so mitbekommen habe. Für mich war das ein unfassbarer Song und mit dem Spiegel- oder Stern-Sample da drin. Spiegel-TV-Sample. Und das war einfach erstmal sowieso ein Hinhörer. Aber es hat darüber hinaus wirklich mein Leben verändert. Also auch meine Sicht auf Dinge verändert, weil meine Eltern sind sehr früh nach Deutschland gekommen und mein Vater ist aus Ägypten, meine Mutter aus Tunesien. Und die haben hier eben angefangen zu arbeiten, hart gearbeitet, damit es uns eben besser geht. Ja? Und,
Und ich habe von meinen Eltern immer mitbekommen, Hadel, du bist ein Ausländer hier. Ne? Wir kommen aus Ägypten und Tunesien, du bist hier Ausländer und du musst richtig gut sein. Ja? Also du musst in der Schule richtig, richtig gut sein. Also wenn du so gut bist wie der, dann reicht es nicht mal, weil dann nehmen die jemand anderen. Ja? Du siehst halt anders aus und so. Und das war für mich natürlich auch immer so ein Ding, okay, ja stimmt, okay. Und dann kam diese Nummer, wo ein Typ einfach dasteht, also drei Typen, die einfach sagen, ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Das ist auch der Grund, warum ich mir die Haare rauf und so. Und das war so ein, so, ja, ich habe auch einen grünen Pass. Nee, ich bin kein Ausländer, ich bin Berliner, ich bin Berlin geboren. Und das war eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und es hat mich halt total verändert. Das war dann so, ich hatte ein ganz neues Selbstbewusstsein. Und das kann eben so ein einfacher Song, ja, also im übertragenen Sinne, also ein Lied kann echt viel verändern. Das heißt, dass ja dann aber im Prinzip auch dort wahrscheinlich schon die Wurzeln für die musikalische Entwicklung und die Karriere, dass man selber was machen möchte und damit sich mit Hip-Hop am Anfang auseinandersetzen, da also die Saat gesetzt wurde, oder? Absolut, also als erstes war ich natürlich Michael Jackson-Fan, irgendwie schon als ganz kleiner Junge kann man ja auch nachlesen in der Backspin jetzt. Hier bitte. Michael Jackson Thriller Album war einfach das Album und diese Faszination von diesem Video mit den Zombies und ich hatte als kleiner Junge da echt Angst, aber gleichzeitig war ich total fasziniert von der Musik, von Michael und das hat sich halt über Jahre dann auch noch entwickelt und als ich in die Oberschule kam, fing halt der Hip-Hop an und das war dann auch ein bisschen uncool. Michael war dann nicht mehr so ganz up-to-date. Ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, es gab so eine Phase, da war es so, nee, wie du hörst Michael, nee. Und dann habe ich so angefangen, dann die natürlich Public Enemy, NWA, bis hin zu, dann wurde ich auch immer radikaler. Also dann war es nur noch Paris und Lord Finesse und so und war so, ja, das muss halt ganz, ganz, also so, es ging ja dann darum, damals noch um etwas zu haben, was kein anderer kennt. Und Deutsch-Hip-Hop hat damals nicht so richtig existiert und das war halt schwierig. Wo sind wir in der Jahreszahl? Wenn wir bei 93 sind, dann kommen ja, irgendwann deine ersten auch Rap-Crew-Erfahrungen. Genau, da waren, genau, 93 so und dann da ging dann halt mit, hatte ich meinen besten Kumpel eigentlich, deine Mutter ist auch Tunesierin, wir sind zusammen groß geworden, Utena, und der hat immer gerappt und der hat dann so eine Combo gemacht mit DJ Cactus damals im Hip-Hop-Mobil Berlin. Das war dann Da Chillers und da war ich dabei und ich hasse meine Eltern bis heute. Ich werde sie nie vergessen, dass ich bei dem Fotoshooting nicht dabei sein konnte, weil wir nach Hamburg gekommen sind, um meine Verwandten zu besuchen. Und naja, egal, auf jeden Fall habe ich diese Platte gemacht und B-Town Flavor, damals Speiche noch auf dem Cover, der macht dann so einen Move und das war natürlich groß, aber no money. Also da ging so gut wie gar nichts. Aber es gibt doch die ersten Erfahrungswerte. Ich meine, dazu ist Hip-Hop ja da, dass es aus nichts etwas in der Lage ist, etwas entstehen zu lassen, man vielleicht Fehler macht, sich Dinge anguckt, wie andere sie machen und daraus dann selber besser wird. Das hat dich dann aber am Ende Richtung Boyband geführt, aber der Hip-Hop-Gedanke wird in den Jahren dazwischen ja trotzdem weitergelebt haben, oder? Absolut. Also der Grund war halt eben, ich wollte, mir ging es nicht ums Geld, aber mir ging es schon darum, ey, ich wollte in dieses Business, echt, da geht doch was. Da, früher war es ja auch so, heute ist es zum Glück nicht mehr so. Früher war halt der Plattenboss, das war ja war ein Gott. Also wenn du die Nummer von ihm hattest, dann warst du, oder dem die Hand geschütteln durftest, dann warst du in the game. Und das war für mich halt so, okay, wie macht man das? Und da wurde ich halt angefragt. Und dann war es damals ja keine Boyband, sondern es ging eher darum, okay, wir machen jetzt ein Ding, du kannst da rappen und du kannst da irgendwie, wir machen es nur zu dritt und so ein bisschen R&B-Zeug und so. Und da habe ich dann zugesagt. Am Ende war die Plattenfirma natürlich stärker und hat gesagt, ja, drei Leute geht nicht, wir brauchen noch zwei und das muss alles ganz schick aussehen und so. Und dann war es halt The Boys. Aber natürlich im Herzen schlug immer Hip-Hop. Kann man an dem Punkt ja natürlich dann auch so ein kleines bisschen zusammenpacken und in eine Schublade packen, und da müssen wir lange drüber reden. Finde es aber schon, es gibt so viele interessante Themen Richtung Hip-Hop, über die ich mit dir reden möchte, denn es ist ja schon interessant, wenn man den Werdegang sieht und dann eine extrem erfolgreiche Zeit, auch mit ich und dann irgendwann kommt die Verbindung zu Hip-Hop wieder. Dann gibt es eine Zusammenarbeit, erst glaube ich, die erste war mit Azad, glaube ich, wieder. Ne? Prison Break. Der größte Erfolg in seiner Karriere. Ist es, glaube ich. Ja, ich glaube, die Eins hat er
auf hinten jetzt drauf. Ja. War es für dich selbstverständlich irgendwann, egal in welche Richtung du dich bewegt hast musikalisch, immer nochmal, also da irgendwann mal wieder zusammenzukommen mit Rap-Künstlern? Ja, na klar. Also ich verfolge das ja, ich habe es immer verfolgt und ich bin Hip-Hop-Fan. Und deswegen, sobald ich die Chance hatte, mit Rappern zusammenzuarbeiten, habe ich sie immer genutzt. Und es ist bis heute immer noch mein persönlicher Wunsch. Auf meinem Album ist auch wieder ein Hip-Hop-Feature, ein Doppel-Feature sozusagen, was nicht ohne ist. Ja. Und ich, das wird immer so bleiben. Das ist einfach ein Teil meines Lebens. Und jeder, der Hip-Hop gelebt hat und gerade in den Anfängen unserer Generation, da war Hip-Hop ja nicht nur Rap-Musik und so. Das war ein ganzer Lifestyle. Das war, hat mich komplett begeistert und abgeholt. Also in jeglicher Form, ob es Graffiti war oder Rap oder eben DJing oder Breakdance. Was fällt dir denn konkret jetzt mit ein paar Jahren Abstand zu der Kollabo mit Azad ein? Was ist da für dich in Erinnerung geblieben? Ach, das war, in Erinnerung ist mir geblieben, dass wir irgendwo in einem ganz, ganz kleinen Hotel, weil ich ihn die ganze Zeit nicht erreicht hatte, die letzten Vocals von ihm aufgenommen haben. Ich habe mein ganzes Equipment mitgenommen, habe bei mir in meinem Zimmer die Matratzen genommen. Ich hatte eine ganz kleine Toilette, die war wirklich, also die war ungefähr genauso wie diese Ecke hier. Ja? Also da war es ging gar nicht, du konntest kaum drin stehen und habe da dann so die zwei Matratzen rangemacht und das war aber abends. Ich hatte noch meinen Kumpan Sebastian dabei und meinte so, ey, okay, wir müssen die Sachen aufnehmen, morgen früh ist Videodreh. Und er so, ja, okay, hatte eigentlich nicht so einen Bock, aber hat es dann gemacht. Hat sich reingestellt, wir saßen da auf dem Bett, nur auf dem Holzkasten vom Bett und haben dann irgendwie die Vocals aufgenommen, mussten das dann auch noch nachts schneiden. Ich glaube, der Song war fertig um 4 Uhr morgens und um 7 Uhr haben wir angefangen zu shooten. Und daran erinnere ich mich, aber es ist auch geil, das sind die geilen Geschichten. Klingt auch ein bisschen nach Hip-Hop, weil ich glaube, es gibt kaum einen großen Hip-Hop-Künstler, der nicht, und da kannst du ja sicherlich auch genug Anekdoten noch erzählen, yeah, die es nicht schaffen, on point zu sein, wenn es darum geht, wir treffen uns um 8, dann sind sie um 10 da. Ja, aber das Gute ist, also auch bei Sido, wenn du halt dich mit ihm triffst und sagst, ey, die und die Uhrzeit und er kommt halt später, nimmst du es ihm nicht krumm, weil er haut halt die Strophe innerhalb von, weiß ich nicht, also es geht... In einer halben Stunde spätestens ist das Ding im Kasten. Also es sind ja alles so eine Vollprofis. Ich bewundere das und weißt du, mein Rap war nie so gut, dass, ja. Das wollte dann irgendwann keiner mehr hören. Ja, alle wollten mich singen hören. Ja, und ich hätte gern diese Entwicklung, jetzt zu sehen, wie die Leute, wie sie sich über diese Jahre, Jahrzehnte entwickelt haben im Rap, das ist unfassbar, wie gut sie sind alle. Es ist insgesamt eine sehr hohe Qualität. Ja. Es hat ja dann auch, um Basido kurz zu bleiben, was dann von meiner Seite eine schöne Anekdote ist, auch wenn du sie schnell, also wenn du sie kurz hören möchtest, ja, war das Unplugged von ihm in Berlin, im MV. Und da war es ja dann schon die Überraschung, dass du dann. Dabei? Ja, war ich dabei. Okay, super. Ja, wir wurden eingeladen, saßen da und dann war es halt dann doch schon die Überraschung, dass du dann auf einmal mit auf die Bühne gekommen bist und ihr eben diese Nummer zusammen habt. Dreimal. Ja. Ich musste dreimal auf die Bühne. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Es hat halt ein bisschen länger gedauert. Sigi ist da, glaube ich, offen. Also er war halt, der hat sein ganzes Zeug da irgendwie musikalisch komplett anders verpackt. Ja. Und das war schon auch für ihn, glaube ich, ganz schön großes Ding und aufregend. MTV Unplugged, das ist schon eine Ansage. Und dann kam ich halt und dann hat er halt die Strophe verkackt. Aber er hat, glaube ich, die Strophe verkackt, weil ich neben ihm saß und ich, so Yes-Man-mäßig, habe ich halt ein paar Sachen gedoppelt. Und damit hat er nicht gerechnet. Also der war einfach so überrascht davon, dass ich dann Klappe zu, Affe tot. Und das fand er, ich glaube, ich habe ihn mega aus dem Konzept gebracht. Also eigentlich war ich ein bisschen mitschuld, dann haben wir es halt nochmal aufgenommen, dann ging es auch. Der ganze Abend war ja so, ich kann mich noch daran erinnern, dass er dann nach dem dritten Mal, als dann der Regisseur noch wieder gerufen hat, wir müssen das nochmal machen, irgendwann einfach mit einem Nö geantwortet hat und erstmal verschwunden ist und seine Jägermeisterflasche rausgeholt hat. Aber die Zusammenarbeit war ja also für ihn dann natürlich der nächste Schritt und für dich dann auch so das Gefühl, dass es okay, also eine weitere Inspiration, A, noch mehr mit Hip-Hop zusammenzumachen und B, auch mehr alleine zu machen? Ja, alleine nicht, aber ich war, für mich war, stand es nie zur Frage. Ich wollte immer, es gibt tolle Rapper, es gibt tolle Geschichten, die man zusammen mit Rappern erzählen kann. Gesang und Rap funktioniert für mich immer sehr gut, schließt sich definitiv nicht aus und
ist einfach nochmal so eine erweiterte Form, die man auch nutzen sollte. Und für mich war es halt klar, wenn ich jetzt ein eigenes Album mache, und das ist mein allererstes Album, da müssen ja die Sachen, also die Aufgabe für mich war es, persönlich zu bleiben und zu sein und ein persönliches Album zu machen. Und da habe ich mich voll drauf konzentriert. Und da gehört Hip-Hop dazu, da gehört Graffiti dazu, deswegen der Song Graffiti Love. Und alle diese Dinge müssen, glaube ich, in mein Debütalbum, da muss sowas rein. Bevor wir zu dem Song kommen, will ich meine Brücke noch kurz schlagen, dann eben zu Sido mit Prinz Pi zusammen auf einem Song. Wie muss ich mir den denn vorstellen? Ja, wir sind alles drei Berliner und ich habe von Pi damals schon die ersten Sachen gehört, weil er die zusammen mit einem Produzenten, mit Bizarre, der bei mir im Studio auch sitzt, die hat er da zusammen gemacht und da ist er mir schon aufgefallen und dann immer mehr und ich dachte, den muss ich auch mal kennenlernen irgendwie. Und Friedrich ist ja auch ein geiler Typ einfach, der ist ein Nerd, dagegen sind die Big Bang Theory Typen irgendwie ein kleiner Witz, also der ist ja völlig in seiner Welt und der hat übrigens auch diesen Regisseur für mein erstes Video, Lieder, hat er da irgendwie rausgekramt, ein Russe in Kanada ohne Pass, der dann unser erstes Major-Musikvideo gemacht hat. Universal war davon nicht mega begeistert, aber das Video ist top geworden und deswegen ist der Typ an sich schon einfach echt ein geiler Typ er ist auch ein Typ aus gutem Hause und glaube ich auch diese Rolle, die er auch bei Aschenflug einnimmt. Und dann ging es halt nur noch darum, okay, ich brauche noch einen Chaoten. Ja? Und warte mal, wie viele Chaoten kenne ich? Okay, Siggi, obwohl er jetzt natürlich, der Typ hat Familie, Kind und ist wirklich ein super netter, gechillter. Aber allein diese Stimme und diesen Vibe, den er halt versprüht, das passte wunderbar. Und dann habe ich sie gefragt. Und beide waren halt erstmal natürlich so dann sind da zwei Brillenträger im Video, das wollen wir nicht. So, das war so ein bisschen so. Aber im Studio war es einfach eine geile Situation. Die beiden, wenn die so aufeinandertreffen, das ist auch so, das liebe ich auch an Hip-Hop. Weil Rap ist ja auch ein bisschen Konkurrenz und das ist Battle, das ist wie wenn zwei Boxer aufeinander kommen. Die können sich auch so heimlich mögen oder so eigentlich sind sie sich, die hassen sich ja nicht, ne? Auch Pi und Sido hassen sich nicht. Aber es ist dann so, letzte Single fand ich ja ganz cool von dir, so ist ja im Gegensatz zum Rest und so Sachen. Also da fallen dann so eine geilen Sachen fallen, da wo du denkst, okay, cool. So, und dann haben sie sich wirklich und haben sich auch wirklich gemeinsam hingesetzt und haben es gerockt. Und das fand ich, ich bin so stolz auf diesen Song, auf dem Album, dass die beiden das gemacht haben mit mir zusammen, dass ich mich super freue über den. Und deswegen war es für mich auch wichtig, dass der Song auf jeden Fall noch präsenter ist und gehört wird. Und deswegen, morgen drehe ich das Video und dann kommt das Ding am 1.11. raus für die Leute, die halt echt gespannt sind, wie das quasi so zu dritt funktioniert, die den noch nicht kennen. Freuen wir uns drauf. Die zweite Hip-Hop-Anekdote, die wir dabei haben auf dem Album, ist der Song, den du schon angesprochen hast, Graffiti Love. Genau. Erstmal nur Marsch an Graffiti, das erwarte ich ja so erstmal überhaupt gar keiner von dir. Und dann ist es ja, glaube ich, auch noch von den Crowds produziert, glaube ich. Das heißt, auch da steckt noch so viel Hip-Hop-Liebe drin. Trotzdem, also das Warum muss ich dir trotzdem stellen, auch wenn ich es mir schon erklären kann, aber gerade in Bezug auf alle Leute da draußen, die dann vielleicht von der Seite sagen, aber du musst doch in die Richtung gehen und das. Es interessiert mich nicht. Also ich bin... Graffiti ist ein Teil meines Lebens. Ich habe selber gesprüht. Ich musste meinen Bruder aus dem Knast holen, als er gesprüht hat. Also wir sind damit in Berlin groß geworden. Und ich bin von der Schule geflogen wegen Graffiti. Also ich habe damals unweit von unserem Schullandheim da so ein riesen Piece hingemalt. Disc hieß ich damals. Hatte so ein Disc geschrieben, da drum noch so ein riesen Kreis. Mich hat einer verpfiffen und dann war es das mit Gymnasium. So, dann musste ich auf die Gesamtschule. Und deswegen, Graffiti ist für mich ja auch Leidenschaft. Die Leute haben dafür ja keine Kohle bekommen. Weißt du, wenn jemand einen Zug gemacht hat oder irgendwas gemacht hat, dann gab es dafür nichts. Ja? Es gab eigentlich nur den Hass der Menschen draußen, die irgendwie Graffiti nicht verstanden haben. Und
es gab halt, okay, Props von denen und ein bisschen Ruhm, also Bekanntheit, aber du durftest damit ja auch nicht hausieren gehen, weil wenn jeder wusste, dass du Level bist, ja, dann der Typ, der Berlin zugebombt hat, dann warst du halt im Arsch. Also dann standen, zwei Tage später steht die Kriminalpolizei vor deiner Tür. Und deswegen, Graffiti haben die Leute gemacht, weil sie es wirklich geliebt haben. Und das fasziniert mich. Graffiti ist für mich Leidenschaft. Graffiti Love ist dann Leidenschaft und Liebe. Ich finde es wunderschön. Und das ist die nächste Hip-Hop-Seite an dir und das nächste, was wir jetzt uns zusammengebaut haben. Dazu kommt auch noch eine kleine Anekdote, die du, und ich muss das alles ein kleines bisschen abarbeiten, aber trotzdem, ich auch sehr interessant finde. Denn mit Joker F und Bizarre haben wir zwei Produzenten im Hip-Hop in den letzten 5 bis 10 Jahren gehabt, die auch wirklich, was den Berlin-Sound angeht, geprägt haben, die alles weggerissen haben, die unheimlich viele Leute auch inspiriert haben. Und dann erfährt man so nebenbei auch bei uns in der Ausgabe, dass die bei dir im Studio viel gearbeitet und gesessen haben und auch dort eine Verbindung besteht. Ja, genau. Also Bizarre war früher, das ist aber schon Ewigkeiten her, da kam er. Ich habe noch ein zweites Studio, also wir haben so ein großes Ding, wo wir, also die meisten kennen es schon, das ist in zig Interviews, sieht man im Hintergrund bei Bushido, bei Sido, bei allen möglichen Leuten, sieht man unser Studio im Hintergrund und diese Zusammenarbeit, also ich habe mein Studio, die haben ihr Studio, aber trotzdem läuft man sich ja Tag für Tag über den Weg und hört mal, ey Adel, komm mal rüber, hör mal hier rein, sagt er mir dann und ich sage, Joker, hier, hör mal da rein und das befruchtet ja auch gegenseitig und schafft völlig neue Synergien und deswegen ist es für mich ein Glücksfall gewesen. In den Großteil meines Albums habe ich mit den Jungs gemacht, also die haben auch richtig viel produziert auf dem Album mit mir zusammen und das war mir auch wichtig, einfach, dass es bei uns bleibt und wir da irgendwie selber das Ding wuppen. Das hat sich auch als richtig erwiesen. Worauf ich da eigentlich auch hinaus wollte, ist ja eher so die Frage, wenn man dann deinen Karriereweg sieht und aber weiß, dass du ein bisschen in Hip-Hop drin steckst immer und das im tiefen Herzen behältst, dann hast du zwei Jungs, die da wirklich auch ziemlich viel produziert haben. Ist das dann auch so der Kanal gewesen, der dich über alles informiert hat, was so passiert ist? Also, dass du auch die aktuellen Releases so ein bisschen mitbekommen hast, gesehen hat, wer funktioniert, wer nicht funktioniert, wer Neues auf den Plan kommt? Wir diskutieren halt oft. Also, es ist halt, wenn ich einen Rapper, der neu kommt, feier, dann feiert den manchmal der nicht oder der andere nicht oder wie auch immer. Und dann, warum finde ich den jetzt gut? Warum? Also, Haftbefehl war zum Beispiel jemand, da bin ich auf die Knie gegangen, weil ich dachte, was für ein krasser Typ. Ein Typ, der die deutsche Sprache so umwälzt und damit einfach macht, was er will. Dabei arabische Sachen reinbringt, türkische Sachen reinbringt und das mit einem Selbstbewusstsein. Das sind die neuen Künstler. So, das hat mich einfach total begeistert. Ja, und darüber sprechen wir dann im Studio und sitzen da und hören uns nochmal die Sachen an und dancen. Und ich sage, ey, hier, das ist der Shit. Und das macht total Spaß. Also da merkst du, da steht dieses Professionelle und dieses Business und dieses ganze Zeug, steht sowas von im Hintergrund. Also es geht um einfach, da sind drei Typen im Sitzen da und feiern Musik. Das ist auch immer die schönste Runde, finde ich. Du hast ihn jetzt schon angesprochen, den guten Haftbefehl. Das ist mir dann natürlich auch eine Herzensangelegenheit, wenn ich mit dir kurz ein bisschen darüber reden kann, was denn sonst noch so passiert ist. Er selber ist jetzt ja Labelmate, ist jetzt ja Neffi Temo, hat ihn jetzt unter seine Fittiche. Steht auch in der neuen Backspin. Ach so, okay. Ich wusste es noch gar nicht. Also ich habe nur gehört, dass er da irgendwie dran ist. Und ich weiß, dass, also ich habe mit Neffi lange darüber gesprochen und ich habe ihm gesagt, also er hatte mich auch gefragt und meinte Haftbefehl und so. Ich bin übertrieben geil. Also der Typ ist, das ist für mich, ich habe übrigens für alle da draußen, ich habe auch Annette Haftbefehl gezeigt. Und Annette Humpe, die wirklich, also sie hat viel Ahnung von Musik. Ja? Hip-Hop ist einfach nicht ihr Ding. Ja? Aber sie fand es großartig. Chabos Wissen, wer der Babo ist, sie meinte, das ist ein Hit. Das ist eine Hymne. Das ist ein absoluter Hit. Und was heißt es alle? Und erklär mir. Und so. Und dann, und deswegen, also, weißt du, jemand, der so ein bisschen Ahnung von Musik hat, auch wenn er nicht Hip-Hop-affin ist, der spürt, da ist eine Energie, die ist schon ganz schön krass. Bist du also auch der Meinung, dass das Ende der Fahnenstange bei so einem Künstler noch längst nicht erreicht ist, sondern dass dieser Rahmen mit Universal, dem großen Rahmen, auch für ihn der richtige ist? Wenn er sich auf sich besinnt und nah bei sich bleibt, auf jeden Fall. Also ich finde, er ist, was ich so gesehen habe bisher, ist er jemand, der ja auch
völlig offen ist und der, genau wie ich auch, sich nicht darum schert, welches Genre ist es jetzt gerade, um was geht's da? Ja, so, nee, okay, ich mache jetzt, wenn ich jetzt Gangster-Rap mache, darf ich aber kein Jazz-Element reinnehmen oder kein Reggae oder kein, weißt du, so, ich glaube, dem geht es darum, eine geile Platte zu machen. Und wenn er, und ich schätze ihn auch so ein, dass wir da auf jeden Fall noch richtig geile Sachen hören werden. Wir haben ja insgesamt ein paar Künstler gerade im Hip-Hop, die Genregrenzen einfach überschreiten und sie komplett links liegen lassen. Alligator ist so ein überraschendes Beispiel dafür. Hast du den mitgeschnitten? Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich höre nur sehr viel von ihm, aber ich habe ihn selbst noch nicht gehört. Dann hör dir das Album bitte an. Ich muss mir das Album anhören, weil das sind auf jeden Fall Riesenvorschusslorbeeren. Also ich glaube Speiche war es, habe ich irgendwo getroffen und der meinte zu mir, ey, Alligator, Junge, ey, du musst, das ist so krass. Das war aber auch jetzt vor kurzem. Ne? Und da habe ich den Namen zum ersten Mal gehört und habe ich auch so ein bisschen mit ein paar Leuten gesprochen und ich muss mich jetzt mal richtig ransetzen und den Typen hören. Einer, der auf die Eins gegangen ist, logischerweise und jetzt auch schon die dritte Woche wieder in den Top Ten ist, das Genre quasi komplett gewechselt hat, ist Casper. Ja. Der ist im Ascheregen unterwegs. Du. aber generell, musst du ihn fragen dazu. Das machen wir dann, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher darum, um dieses Gefühl, aus Hip-Hop heraus die Grenzen, die Ketten abzusprengen, in andere Genres zu gehen, unheimlich erfolgreich zu sein. Den Weg bist du ja dann ja auch im Prinzip so ein bisschen gegangen. Also kannst du nachvollziehen, warum heute einer wie er sich im Prinzip bis aufs Vision-Cover bewegt, obwohl das ja dann vom Hip-Hop sehr weit entfernt ist? Ja, also ich denke mal, alle wollen natürlich auch ein bisschen daran teilhaben, ja, also ich finde ihn einen großartigen Künstler, also er ist ein krasser Rapper und er schafft es eben, Hip-Hop an Leute zu bringen, die eigentlich auch ein bisschen genervt sind von diesem ganzen Gangster-Zeug und die damit nicht so viel zu tun haben, was auch okay ist, ja, also jemand, der mit Hip-Hop groß geworden ist wie ich, der sieht natürlich diese komplette Spannbreite, ja, früher gab es halt NWA, es gab auch De La Soul, es gab Tribe Called Quest, also die Spannbreite war immer da, ja, es ist nichts Neues und auch Body Count gab es, weißt du, ja. Und Leute, die sich halt dann auch in so einem Bereichen bewegt haben und Casper bewegt sich halt jetzt in die Richtung und das finde ich gut, also der hat auch echt abgeliefert, also das muss man schon sagen. Ja, ist sehr erfolgreich und ich finde auch konsequent den nächsten Weg, ist aber dann eher für eine jüngere Generation, das kann man glaube ich so, irgendeiner hat das in einem Zusammenhang mal die Facebook-Generation beschrieben. Das habe ich auch gehört, aber ist es so? Also ich habe gehört auch, dass Casper ziemlich viel von Jungen gehört, also von der jüngeren Generation gehört wird. Ich hätte jetzt auch gedacht, also dass es so schon auch Ältere, die eben mit Rockmusik, also die so ein bisschen diesen Indie-Flair cool finden, dass der da auch stattfindet. Aber ich habe auch gemerkt, Pi und Casper sind da irgendwie auch so mehr in einer Richtung. Gold nach anderthalb Wochen oder so zeigt ja, dass es mehr als nur ein paar Kinderzimmer sein müssen, die es hören. Insofern wird das schon stimmen. Aber es fällt halt schon auf, dass es sehr jugendlich ist, in den vordersten Reihen. Während wir bei Materia ja nun mal einen Künstler haben, der für viele ja im Prinzip dieses totgeglaubte Genre Hip-Hop im Prinzip wiederbelebt hat und vielleicht dafür gar nicht so wirklich gewürdigt wurde, weil dann am Ende ein Casper vielleicht ein bisschen erfolgreicher war, ein Crow x-fach erfolgreicher war. Aber wie hast du Materia wahrgenommen? Also ich fand ihn großartig. Das erste Video verstrahlt. Also ich kenne ihn ja noch von vorher. Er hat ja auch mal beim Bundesvision Song Contest mitgemacht, Jahre zuvor. Vom König geboren. Genau. Und da ist er noch nicht so aufgefallen. Auch selbst die Stimme ist mir noch nicht so aufgefallen. Als er da stand in diesem und beide mit Jascha in diesem Anzügen und diese komplette Welt plus natürlich den unfassbaren Sound, den die Krauts da abgeliefert haben, das war natürlich so, wow, da kommt jetzt richtig was um die Ecke. Also da kommt, und die machen es auch smart, es ist einfach dann, der hat dann seinen Platz und den besetzt er auch, ich meine, Materia sieht gut aus, weißt du, und hat mit Masimoto auch was, also ich muss mich jedes Mal wegschmeißen, wenn ich das beim Splash sehe, ja, wie wahnsinnige diese grüne Wolke über diesen gesamten Leuten, ich dreh durch, und das kann halt so jemand machen und der ist auch, also für mich auch jemand, von dem man noch viel hören wird und auch natürlich auch die Kombo mit den Krauts macht es natürlich auch aus. Ne? Also die versorgen ihn eben mit der Welt, die er braucht. Genau. Gibt es dann,
um den Teil auch abzuschließen, irgendein Künstler, der dir besonders aufgefallen ist, den man wahrnehmen muss, also den du wahrgenommen hast, der vielleicht noch nicht das große Bühnenbild, also die große Bühne geschafft hat? Also ich bin, wer mir sehr aufgefallen ist, ist Tua. Also den finde ich jemanden, also der ist natürlich auch schon bekannt in den Kreisen und der aber sehr mutig ist und der, wie ich gehört habe, der produziert ja auch selbst seine Sachen und allein das Video da, wie er an diesem Piano sitzt und dieser schlimme Autounfall passiert. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das Lied heißt, aber es ist groß gemacht. Also wirklich groß gemacht für jemanden, der das alles selber macht. Das meine ich. Heutzutage Major an allen Ehren, ja, also für Popmusik, klar, also für gewisse Rap-Artists macht es vielleicht auch mal Sinn, aber heutzutage kann man halt, das sieht man an solchen Beispielen wie Prinz Pi oder Tua oder irgendwelchen anderen, die halt irgendwie alles reißen und es selber machen. Da ist es viel Arbeit, aber du kriegst es hin. Wir haben eine gute Zeit für Hip-Hop. Ich hoffe, wir werden dich ab und zu nochmal vielleicht bei dem einen oder anderen Feature da irgendwo miterleben. Ich habe eben schon off the record gehört, eins wird es nie geben, aber dann ist die Karriere, dann ist die Karriere zu Ende. Wir sagen ach ja nicht... So. Wir sagen ja, ach so, doch, sage ich. Und zwar Trailer Park. Das wird nicht funktionieren. Ich habe die Jungs ja getroffen, wir waren feiern in Berlin. Waren auch schon gut unterwegs und so. Und sie sind ja auch crazy, die Guys. Ich mag sie total gerne, aber dann meinte ich zu denen, ey Jungs, ich meinte, also aus Spaß natürlich, ja. Aber... Leute, wenn ich mit euch ein Feature mache, dann ist meine Karriere vorbei. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Weißt du denn noch, was die alten Bandmitglieder von The Boys gerade machen? Also Tarek war ja bei Erst guter Junge, da weiß ich jetzt aber auch nicht ganz, was jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Und die anderen beiden sind auch fleißig am Produzieren und Machen. Die haben viel Filmmusik gemacht beim Tatort und ein paar andere Sachen. Also alle sind irgendwie noch dabei geblieben. Und mein Partner ist ja immer noch im Studio, ist auch noch da. Also alle rödeln weiter im Musik. Ich glaube, wenn du einmal im Musikbusiness warst, dann kommst du da nicht mehr so schnell weg. Ich danke dir für die Zeit. Danke dir. Es war eine Freude. Ja, und das war es eigentlich, was ich sagen wollte. In dieser Ausgabe ist natürlich auch etwas für über dich, aber das Album kommt wann? Album kommt am 8.11. Das Geile ist ja, bei Backspin kann man so da sein. Ey, Leute, kauft das Album am 8.11. Oder? So machen sie doch. Ja, das ist yo. Und checkt meine Facebook-Seite. Checkt die Facebook-Seite, liked und shared und so. Ne? Ihr wisst Bescheid. Siggy Smalls auch, hier. So, das war's. Yo, tschüss, Backspin, bis dahin. Reingehauen. Danke.